Hey, hier ist ja einiges los auf der Bühne. Ich habe eben total vergessen, hier geht ja wirklich keiner von der Bühne, ohne dass er irgendwas in seinen Händen hat. Hier, du hast ja eben auch Luftgitarre gespielt. Wir wollen ja nichts vergessen. Jungs, Dave, wo läufst du hin? Ich noch ein Gummibärchen für euch. Ja. Unendliche Reichtümer, die du hier verschenkst. Dave, wie gefällt es euch in Lüneburg, mal abgesehen vom Wetter? Abgesehen vom Wetter, eine wunderschöne Stadt, wenn man das sieht, die Kulisse hier, ein Traum. Ja, ihr seid ja besonders in eurer Freizeit richtig wilde Kerle. Letztes Mal wart ihr skaten, davor wart ihr hardcore shoppen. Was habt ihr diesmal vor? Heute in der Freizeit, also wie gesagt, wir kennen Lüneburg eigentlich gar nicht. Wir sind eben im Auto hier eingefahren und haben eigentlich keinen Plan. Was könnt ihr uns denn empfehlen? Hat jemand einen Tipp, was Eis essen? Eis essen. Ja, das, falls das euch noch nicht kalt genug ist, dann esst er noch ein Eis. Ja. Hat denn von euch jemand eine persönliche Frage an Phrasement, die er oder sie gerne stellen möchte? Sind alle Fragen schon beantwortet? Ihr wisst Bescheid. Keine Freiwilligen. Das Mikrofon beißt nicht. Ihr könnt mir auch ins Ohr flüstern und ich stelle die Frage. Keiner traut sich. Nein. Eure neue Single gibt es am Togo Fanshop zu kaufen. Genau, da wo gerade ein Jutebeutel verkauft wird. Genau, da gibt es sie zu verkaufen. Hello Sunshine natürlich auch und unser Album auch und unsere Jutebeutel. Also, wir sind gut ausgerüstet. Und für eure etwas schüchternen Fans, die im Moment mit ihren Fragen noch sehr verhalten sind, gibt es euch natürlich auch gleich nochmal zum Anfassen, gell? Ja, klar. Also, wir geben hier gleich Autogramme und machen Fotos und alles, was euer Herz begehrt. Und dann noch eine Frage an den Jones. Der hat hier ein ganz frisches Tattoo-Quill über seiner Brust. Stay close to your skin. Also bleib mal ganz nah an deiner Haut. Was soll das denn bedeuten? Naja, es ist immer schwierig, sich selbst treu zu bleiben. Und wenn man das aber jeden Tag liest, dann fällt das einem vielleicht ein bisschen leichter. Das ist eine sehr tiefgründige Antwort und ich bin beruhigt, dass du nicht nur ein Jones-Kostüm anhast. Habt ihr Bock auf noch eine Runde Phrasement? Meine Herren, mittlerweile ist es 20 nach 12, jetzt sind wir mittlerweile alle wach, aufgestanden, im Kopf schon am Frühstück vorbei zumindest. Habt ihr Bock auf noch eine Runde Phrasement? Na also, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Jungs.